sagen, wir fangen an. Also herzlich willkommen zu unserem Workshop. Wir werden Ihnen jetzt was erzählen zu 3 Jahren oder beziehungsweise mittlerweile fast 4 Jahren iPad an der Kass. Funktioniert selbstverständlich auch mit sämtlichen anderen PCs. In unserem Fall sind es eben dann gerade mal die iPads. Wir haben das jetzt seit 45 Monaten, dieses Projekt. Es hat angefangen mit nur 30 iPads und jetzt sind es mittlerweile 60 iPads und 3 Macs. Und wir nutzen die in fast allen Fächern oder eigentlich in allen Fächern und auch in sämtlichen Schulstufen. Und mittlerweile sind es auch über 50 Kollegen, die das jetzt eben schon machen. Dabei werden eben die folgenden Sachen am meisten genutzt. Zum Beispiel einmal das Wiki. Sie können gerne noch reinkommen. Und den Blog oder auch Social Media, also sowas wie Twitter oder Facebook. Genau. Wir wollen damit eigentlich nur erreichen, dass sich die Schüler in ihrer Medienkompetenz weiterentwickeln, da das ja immer am Arbeitsplatz immer mehr gefordert wird. Und wir stellen uns jetzt einmal dann nochmal vor. Also mein Name ist Olsen. Ich unterrichte hier an der KASS Biologie und Chemie, bin noch Referendarin die letzten 2 Wochen, habe aber schon mein Examen bestanden, also fange auch danach direkt an, hier weiter zu arbeiten. Voraussichtlich erstmal bis 31.01. Danach muss man mal gucken. Erreicht werden kann ich auch unter Twitter, so wie das da unten draufsteht. Und das ist André Schwang, der stellt sich jetzt mal besser selber vor. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie so einen vollen Raum haben. Genau. Ich bin Lehrer für Musik und Religion und die Schüler, das waren nicht die Schüler, das war glaube ich sogar der Stadtanzeiger, hat mir mal den Titel iPad-Lehrer gegeben, den ich seitdem trage, so aus Spaß. Genau, unsere Schule haben Sie ja gesehen, die Schüler kennen Sie sowieso schon sehr gut, aber wir haben ungefähr 1000 Schüler hier an der Schule und ungefähr 90 Lehrer insgesamt. Wobei, ja, hauptamtlich würde ich mal so sagen, 50 bis 60 hier durch die Gänge flitzen, wenn die Woche lang ist. Genau. iPad-Projekt hat die Annika vorhin schon so ein bisschen erzählt. Wir haben angefangen 2011 im Februar mit 20 Tablets probeweise. Vom Förderverein wurden die finanziert. Wir haben also das Kollegium vorher die Geräte mal testen lassen, haben dann eine Umfrage gemacht und das Kollegium hat sich dafür ausgesprochen und dann haben wir damit begonnen und haben dann 2 Monate später noch weitere 10 Geräte dazu bekommen. Die zweite Tranche, also steht ja 60, haben wir dann von der Stadt Köln bekommen, weitere 30 als Ersatz für einen Informatikraum. Wir nutzen die Tablets mittlerweile in allen Fächern, auch in Sport, nicht zum Diskuswerfen, sondern eben um Bewegungsabläufe zu filmen zum Beispiel. Und in allen Klassen, auch in der 5 natürlich, kann man die prima einsetzen. Das hatten wir, glaube ich, auch heute Morgen im Unterricht gesehen. Natürlich, das haben wir ja auch eben bei der Podiumsdiskussion gesehen oder auch so mitgehört, nutzen die Geräte nicht alle Schüler, alle Lehrer, sondern im Chrom so sind es ungefähr 50 Lehrer, die mehr oder weniger nutzen und einige davon sehr stark. Genau. Ein paar Apps für diejenigen, die sich vielleicht auch für so ein Projekt interessieren, eins machen möchten. Wir haben ganz standardmäßige Apps da drauf, also mit denen man Texte schreiben kann oder Tabellenkalkulationen machen kann oder Präsentationen machen kann. Wir haben Video-Apps und damit haben die Schüler zum Beispiel diesen Film gemacht. Genau.
Wir werden gleich noch zwei weitere Filme zeigen, die heute Morgen entstanden sind in den Lab-Stunden. Ganz spannend, dass man mal sieht, wie lange man eigentlich braucht, für so einen Film zu machen. Das hier ging recht schnell. Das Essen der Gummibärchen war weitaus anstrengender. Und wir machen mittlerweile auch 3D-Designs mit den iPads. Das heißt also, die Schülerin hier gerade, die hat also in Religion zum Thema aus der Bibel, welches Thema könnte das sein, Preisfrage, hat sie also die Tiere nachgebaut und die kann man in der Stadtbibliothek zum Beispiel in einem 3D-Drucker dann ausdrucken. Wir kooperieren ja mit der Stadtbibliothek und das ist auch wirklich nur 5 Minuten zu Fuß. Und da gibt es auch ganz spannende Projekte. Handlungsorientierter Unterricht ist da also quasi so ein Schlagwort. Digital Storytelling jetzt mit dem Video oder eben auch mit solchen Geschichten. Und eben auch ganz groß Game-Based Learning. Zum Beispiel Minecraft ist natürlich bei den Schülern super beliebt. Das spielen die sehr gerne. Damit kann man aber auch zum Beispiel im Religionsunterricht dann eine Moschee oder eine Kirche bauen in einem Team. Und oder wir haben in Klasse 9 zum Beispiel ein Projekt gemacht zum Klimawandel und da haben die Klimakatastrophe vor und nach der Klimakatastrophe die Welt dargestellt mit dem Spiel und da sind die dann wirklich super engagiert dabei, kommunizieren, planen das Ganze und machen 2 Stunden und wollen dann eigentlich gerne noch weitermachen, wenn es klingelt. Und jetzt ist, glaube ich, Annika wieder dran. Was man auch noch machen kann und was ich dann eben auch gemacht habe, ist so ein E-Book schreiben. In meinem Fall war es dann über Enzyme in der Klasse 10 von Biologie. Die Schüler haben komplett selber sich die ganzen Informationen beschafft aus dem Buch und auch eben von diversen Arbeitsmaterial, was ich ihnen mitgebracht habe, aber eben auch aus dem Internet und konnten dann die einzelnen Kapitel schreiben und eben auch sowas wie ein Knetgummifilm zur Passung von Substrat und Enzym dann eben machen und das immer weiter so in das Buch einfügen. So ein Buch hat natürlich dann den Vorteil, also ein E-Book, dass man da eben mehrere Kanäle bedient. Das heißt, dass man eben Videos und auch weitere Links einbauen kann, um sich verschiedene weiterführenden Informationen zu besorgen, während jetzt ein normales Buch natürlich das nicht so direkt bieten kann. So sah dann eben unser Inhaltsverzeichnis aus. Das heißt, da war eigentlich alles dabei, was man irgendwie über Enzyme wissen muss und wurde dann eben auch von den Schülern genutzt, um sich dann über die Ferien auf die danach folgende Klausur vorbereiten zu können. Genau, also das war auch das, was ich schon angesprochen habe, dieser Medienmix. Das bedeutet eben nicht, dass man, nur weil man jetzt mit einem iPad unterrichtet oder mit einem anderen Tablet-PC, dass das Buch jetzt dann ausstirbt oder dass die Schüler nichts mehr schreiben und deswegen nichts mehr im Kopf hängen bleibt, sondern wichtig ist, dieser Mix oder diesen Mix anzubieten, sodass eben auch jeder Schüler individuell so lernen kann, wie es für ihn am besten ist und eben sowohl was schreiben kann, als auch eben einen Film sehen kann zum Lernen oder eben auch etwas digital festhält. Und ja, das sind unsere Koffer, mit denen wir diese iPads durch die Gegend fahren. Heute haben wir das etwas anders geregelt, da unser Aufzug im Moment nicht fährt und es deswegen mit den Koffern etwas beschwerlich ist, aber in diese Koffer passen 10 iPads, die normalerweise in einem Tresor lagern und eben auch normalerweise würde auch ein Laptop reinpassen, aber die benutzt hier fast niemand mehr. Und eben ein WLAN, wobei man jetzt mittlerweile das WLAN nicht mehr braucht, weil wir jetzt komplett auf WLAN umgestellt haben, ohne eben diese einzelnen Router installieren zu müssen. Geht aber eben auch mit einzelnen Routern, wenn man jetzt kein freigeschaltetes Netz hat. Ja. Und da bieten sich eben auch immer ganz viele Schüler an, die diese iPads durch die Gegend fahren. Schüler haben ja gerne Aufgaben und dann irgendwie sind sie für was verantwortlich. Und die hier haben mich über die Klasse 5 und 6 begleitet und haben die Koffer und die iPads immer über den Flur, dann durch den Aufzug, über den Schulhof und dann 2 Stockwerke im Pavillon, den Sie da hinten sehen, neben der Mensa, hochgeschleppt. Und da waren ganz stolz, weil das waren die Rallye-Rookies mit den iPads. Genau, WLAN ist ganz großartig. Da sitzen die beiden Herren von NetCologne. Den Dank müssen wir mal loswerden, dass sowas wirklich gemacht wird. Und auch funktioniert und man die anrufen kann und dann wirklich richtige Menschen vorbeikommen und gleich das Problem lösen. Da hat man, glaube ich, an anderen Schulen andere Bretter zu bohren. Und das ist eigentlich, wenn man über digitale Medien spricht, dann braucht man sowas. Ja, genau, da haben Sie externe Lernorte gesehen. Das ist natürlich mit so einem Gerät klasse.
Ich kann einfach rausgehen mit den Schülern, dann Videos drehen, Interviews machen und das Ganze dann im Klassenraum wieder zusammenschneiden. Vorhin haben Sie unten gehört, ich bin papierloser Lehrer. Also so sieht es bei mir im Raum aus. Der Dennis Kessel, der da vorne sitzt, war auch mal mein Schüler, der kennt das noch. Im Musikraum Beamer an der Decke und so ein schnurloses Empfangsgerät, da brauche ich gar kein Kabel. Und kann dann einfach im Klassenraum rumlaufen und die Lernplattform, die Sie vorne auf meinem iPad sehen, hinten an die Wand projizieren. Das habe ich in der Tasche, mehr brauche ich nicht schleppen, nicht so wie mein Schuldirektor vorher, 1000 Taschen. Aber das wäre einfach wichtig, wenn das in jeder Schule so ist wie eine Tafel heutzutage, dass man einfach loslegen kann. Das sind nochmal so die Vorteile von so einem Projekt, wie wir sie erfahren haben. Also individualisiertes Lernen ist damit möglich, wenn die Schüler selber sich Informationen beschaffen und auch entscheiden können, welche App und welche Plattform sie jetzt nutzen, um Content zu produzieren oder Projekte zu machen. Sie arbeiten dann auch natürlich vernetzt, auch übers Netz und auch nach zu Hause können sie weiterarbeiten. Kollaboration eben an Projekten und nicht nur lokal in einem Heft, können eben kreativ tätig werden und projektbasiert arbeiten. Genau. Die Lernplattform ist ein wichtiges Thema, die wir nutzen im Unterricht. Also die Annika hat es vorhin gesagt, Wikis nutzen wir im Unterricht. Die Stadt Köln hat ein eigenes Wiki für Schulen. Den brauchen wir aber erst in 10 Minuten, den hole ich. Okay. Ja? Genau. Wiki kommt von schnell, also das heißt, ein Wiki ist eine Plattform, in die man einfach reinschreiben kann und dann ist der Text sofort da und wird gespeichert. Und da braucht man also nicht programmieren können. Das Coole daran ist eben, dass man mit Klassen an Themen arbeiten kann, klassenübergreifend, und die Schüler dann auch rückmelden, dass sie einfach spannend finden zu sehen, was andere machen. Ne? Das sind so hier die wichtigsten Punkte von so einem Wiki. Und jetzt kommen auch ein paar Beispiele hier in Religion. Ich weiß gar nicht, ob da jemand von den Schülern dabei war, ich glaube nicht. Haben wir so E-Books gemacht mit zwei verschiedenen Klassen und haben die dann, haben also den Inhalt auf dem Wiki erstellt und dann später mit einer anderen Software das E-Book erstellt und haben es dann auch weltweit jetzt zum Download angeboten im Apple Store für iPad. Kann man das dann also runterladen. Und in der Klasse 5 und 6 haben wir sogar ein E-Book gemacht, wo die Schüler selbst Apps programmiert haben auf einer anderen Plattform, die gerade, glaube ich, in einem anderen Workshop vorgestellt wird. Heißt Learning Apps, ist ganz einfach und damit können die Schüler solche Lernspiele erzeugen. Und dann bist du nochmal dran. Das war nämlich meine Klasse, die das letztes Jahr in Französisch gemacht hat, obwohl ich gar kein Französisch habe, aber dabei habe ich denen auch ein bisschen geholfen, so am Rande. Und zwar kann man auch das super nutzen, um jetzt zum Beispiel, wenn man Austauschschüler kriegt, bei uns findet dieser Französisch-Austausch in der 7. Klasse statt, um einen Stadtführer zu machen. Der Vorteil daran ist natürlich, dass die Franzosen, die uns dann besucht haben, direkt auf ihren Smartphones das abrufen konnten und eben dann direkt den Stadtführer hatten, den die Schüler aber selber für Schüler geschrieben haben. Das heißt, da waren mitunter auch nur für Schüler interessante Sachen drin, also extra so, dass sich die Austauschschüler auch wohlgefühlt haben. Und das konnte man alles da nachlesen und kann man auch immer noch nachlesen, sodass eben auch kommende Klassen das noch benutzen können. Oder parallel zu dem Projekt, was eben vorgestellt worden ist, wo die Schüler diese Tiere gebastelt haben für eben, oder wo Minecraft genutzt worden ist, um die Welten vor und nach einer Katastrophe darzustellen, wurde eben von meinen Schülern dieser Wiki-Antrag zum Treibhauseffekt gemacht. Da waren wir auch auf einer Exkursion und da konnten sie eben anschließend alle ihre Eindrücke festhalten und haben immer alles selber erstellt, konnten parallel daran schreiben. Das Schöne als Lehrer ist auch, man kann sehen, wer was geschrieben hat, aber im Internet steht es nicht, wer was geschrieben hat, also nicht für jeden ersichtlich. Und man kann auch eben auf so einer Diskussionsseite dann eventuelle Verbesserungsvorschläge machen oder den Schülern sagen, wenn sie nochmal was nachgucken müssen oder wo sie vielleicht nochmal was ändern müssen. Und ganz wichtig, falls jetzt dann mal doch was schief gehen sollte, kann man dann eben als Lehrer auch diese Wiki-Seite, die letzte Version, wieder zurückholen, falls mal jemand was aus Versehen gelöscht hat. Schön ist auch immer ganz unten, kann man sehen, wie viele Leute schon auf der Seite waren. Und meine Schüler waren total begeistert davon, dass eben pro Tag es immer mehr Leute waren, die diese Seite angeguckt haben und sich eben so über den Treibhauseffekt informiert haben, indem sie auf diese Seite geklickt haben.
so sah die dann aus. Und da waren eben auch Videos eingebunden und Bilder eingebunden gebunden. Mit dem Copyright ist es dann auch so, dass das Bild auf der Seite, wo es herkommt, verbleibt und eigentlich nur der Link eingefügt wird. Das heißt, man hat auch da dann kein Problem. Genau, oh, jetzt habe ich genau das gemacht. So. Damit wären wir dann bei den Webblogs. Da haben wir auch einen selber von der Schule. Und zwar funktioniert unser Ausleihsystem darüber, was man jetzt dann an der Seite sieht, nämlich von Ihnen aus gesehen links. Da haben wir einen Blog über diesen über iPad im Unterricht und da kann man eben auch über Reservation und Upload diese iPads reservieren als Lehrer für seine jeweilige Klasse. Und einzelne Schülerklassen haben eben auch dann da einen Blog, nämlich zum Beispiel da die 5. Klasse. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das für Kurse zu machen, die zum Beispiel fürs Abi lernen. Genau. Hier gibt es zum Beispiel so einen eine Abschlusspräsentation von einem bestimmten Projekt, was man eben auch sehr schön darüber machen kann. In dem Fall war es über Songwriting. Oder hier sieht man dann eben auch am Rand vom Abiturjahrgang 2013, dass da alle möglichen wichtigen Informationen für die Abiturienten abrufbar waren. Selbstverständlich auch nochmal in Papierform, aber für diejenigen, die eben lieber so ein Tablet-PC nutzen, war das besser. Genau, dann sind da noch ein paar Impressionen von Schülern. Genau, ich hatte mal eine anonyme Schülerumfrage gemacht mit, weiß ich nicht, Google Docs, glaube ich. Und die Schüler konnten dann auswählen, was unter verschiedenen Fragen und abstimmen, was sie am besten fanden an der Arbeit mit Lernplattformen und auch freie Kommentare formulieren. Und die habe ich hier mal gesammelt, weil ich die am spannendsten fand. Also allgemein hat ihnen die Arbeit, das vermuten sie schon, sehr gut gefallen, aber die Kommentare, finde ich, eigentlich bringen es nochmal auf den Punkt. Partnerarbeit, freie Zeiteinteilung, weil das Medium überall verfügbar ist, auch im Projekt, man muss sich nicht extra treffen. Dadurch kann man arbeiten, wenn man will. Selbstständig recherchieren im Unterricht vor allem, Fortschritte werden sichtbar, hat die Annika gesagt, in der Wiki-Historie und so weiter. Man ist Experte für sein Thema und man konnte dann auch in solchen Projekten das Thema natürlich frei wählen. Das finden die Schüler natürlich auch ganz wichtig. Ja. Stichwort Verantwortung, Partizipation. Social Media nutzen wir auch natürlich, weil das zur Lebenswelt der Schüler gehört und auch in die Schule gehört. Mit einigen Ecken und Kanten natürlich, eigentlich darf man es ja in der Schule gar nicht nutzen. Aber wir haben Twitter zum Beispiel im Unterricht genutzt, in Religion habe ich das öfter gemacht, auch ein Twitter-Projekt mit einem getwitterten Adventskalender. Das waren die Schüler total spannend und haben dann auch in den Weihnachtsferien noch weiter getwittert, weil es ihnen so viel Spaß gemacht hat. Und eigene Facebook-Gruppen haben wir zur informellen Information, einfach informelle Absprache. Die Schüler haben selber sowieso Facebook-Gruppen, das ist ja, glaube ich, keine Neuigkeit. Und da haben wir einen Film produziert mit Google Plus. Heute ist Safer Internet Day. Den Tag gibt es natürlich nur, weil das Internet alles andere als safe ist. Gut, das wissen wir, aber wie man sicher surft, wie man auch sein Handy sichert, das wissen die wenigsten. Kann man aber lernen und heute ist ein perfekter Tag, damit anzufangen. Hallo und herzlich willkommen zu der 12. Folge Köln Musik und Menschen. Köln, 11 Uhr Ortszeit. Veronika und ihre Mitschüler von der Kaiserin Augusta Schule sind live im Netz. Einmal in der Woche machen sie in ihrem Musikkurs Programm für junge Menschen weltweit. Heute aber geht es nicht um Musik, sondern um Sicherheit im Netz. Was mache ich bei Cybermobbing? Sofort den Lehrer informieren. Oder wie gehe ich mit meinen Daten in den sozialen Netzwerken um? Ich denke, man muss einfach sich informieren, wo man sich schützen kann. Und wenn man jetzt sieht, bei Facebook zum Beispiel gibt es diese Einstellungen, da kann ich mich schützen, da kann ich was machen, dann sollte man das auch auf jeden Fall unternehmen und nicht sagen, ja okay, ist mir egal, das auf gar keinen Fall. Musiklehrer André Spang ist auch Sicherheitsexperte fürs Internet. Das heißt, er ist Ansprechpartner für die Schüler. Dabei geht es oft um Fotos oder Informationen, die zu unbedarft ins Netz gestellt werden. Allerdings hat sich das verschoben. Man merkt, dass es mittlerweile im Fokus ist. Auch vielleicht durch Veranstaltungen wie der Safer Internet Day hat sich das gewandelt. Vor Jahren waren die noch völlig unbedarft. Mittlerweile haben die alle irgendwelche Fake-Namen und die Profile sind dicht. Man kann da auch nichts mehr sehen. Finde ich gut. Veronika und ihre Mitschüler gehen sehr selbstverständlich mit dem Netz und seinen Gefahren um. Sie sind schon soweit, ihre Tipps an andere weiterzugeben. Ja, genau. Also den
Film hat natürlich der WDR gemacht, aber wir haben tatsächlich wöchentlich eine Sendung mit Google Plus gemacht. Sie kennen Skype, das ist so ähnlich mit Video und dann kann man also weltweit auf Sendung gehen. Wir haben immer Themen aus dem Musikunterricht genommen. Die Schüler mussten immer wöchentlich das Thema vorbereiten und dann immer pünktlich um 9:30 gab es dann die Sendung und die wurde dann von den Schülern moderiert zu dem jeweiligen Wochenthema. Das haben wir ein halbes Jahr gemacht. Und dann hat es den Schülern so viel Spaß gemacht, dass wir es noch 3 Monate verlängert haben. Danach war es dann gut und eine Sondersendung haben wir zum Safer Internet Day gemacht. Genau, das ist also hier nochmal so ein paar Eindrücke davon. Und jetzt kommen wir nochmal so zur Zusammenfassung und zum Ausblick. Ne? Genau. Also zusammenfassend kann man eben sagen, dass es sich mit den iPads oder auch Tablet-PCs ermöglichen, das Vernetzen zu lernen und eben auch Lernnetzwerke zu nutzen und ein persönliches Lernnetzwerk aufzubauen. Man nimmt dabei Rücksicht auf dieses mobile, lebenslange Lernen, denn viele Schüler kennen das vielleicht, nach dem Schuljahr wird das Heft weggeworfen und dann ist es nicht mehr da. Das kann einem natürlich nicht passieren, wenn sowas jetzt im Wiki festgehalten wird, denn dann kann man das auch Jahre später noch nachlesen. Denn was viele Schüler oft nicht wissen, ist ja, dass das, was man in dem einen Schuljahr gemacht hat, irgendwann nochmal gebraucht wird. Und deswegen ist es eben wichtig, wenn man das eben auch im Sinne von dieser Digital Literacy wirklich verfestigt. Dann kann man auch damit eben dieses kompetenzorientierte Lernen weiter stärken. Das ist ja das, was wir erreichen wollen, jetzt wo der Lehrplan eben auf Kompetenzen umgestellt ist, auch wenn das natürlich ähnlich ist, wie es auch früher schon immer unterrichtet worden ist. Und was es jetzt immer mehr geben wird, sind eben diese freie Bildungsmaterialien. Also Lehrer kennen das, man möchte was Schönes machen, man hat vielleicht nicht unbedingt jetzt eine Idee, wie man ein eigenes Arbeitsblatt macht, dann gibt es da zum Beispiel Möglichkeiten, wie man bestimmte Materialien wiederverwenden kann. Und eben, es gehört zu unserem Dasein jetzt im 21. Jahrhundert, dass eben diese Medienkompetenz gestärkt wird und dass wir da nicht die Augen verschließen dafür, dass Schüler eigentlich sowieso schon den ganzen Tag mit digitalen Medien konfrontiert werden, aber viele sich eben keine Gedanken darüber machen, was man damit jetzt neben WhatsApp-Messages oder irgendwie Facebook oder Twitter noch sonst so machen kann oder dass man eben auch Facebook und Twitter für sinnvolle Zwecke benutzen kann. Da war eben dieses Bild, was wir gedacht haben, dass das Ganze nochmal so widerspiegelt. Ich denke, dazu muss man nicht so viel sagen. Und jetzt kommt im Prinzip nochmal so ein kleiner Ausblick, wie es in den nächsten Jahren weitergehen wird. Ja. Weitergehen ist das Stichwort. Ich glaube, es geht jetzt tatsächlich weiter. Und der Schulgang hat schon gezeigt, dass die Zeit uns davonläuft. Ich glaube, es wird ganz spannend in den nächsten Jahren. Da wird sich vieles verändern in Schule. Da bin ich jetzt mal ganz optimistisch. Und ich würde sagen, wir machen einen Cut hier, wenn es noch ein paar Fragen gibt, weil ich dann gleich in den nächsten Workshop muss. Und die Annika kann ja noch ein bisschen hier bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Annika.